Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Du, Martin, du hast mir auch was aufmerksam gemacht, was wir unserem Okto-Zusehern vielleicht noch erklären sollten. Genau. Was war denn das? Warum wir die Sendung machen. Und warum machen wir die Sendung? Weil wir die beste Tageszeitung Österreichs beschreiben. Die Österreich? Na, kein gedrucktes Klopapier. Die Heute natürlich. Natürlich die Heute. Die wichtigsten Schlagzeilen aus der Heute, sorgsam kommentiert und kuratiert von uns beiden für euch. Ihr lest die Zeitung, das wissen wir, aber vielleicht nicht alles. Und da kommen wir ins Spiel. Komm an. Starten wir. Was war los die Woche bei Schwarz-Blau-Mappe? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast in der Heute. Die UN-Menschenrechtskommissarin hat angekündigt, die Situation in Österreich prüfen zu lassen, ganz konkret zur Situation der Migrantinnen und ob die Menschenrechte eingehalten werden. Bitte, was willst du aber prüfen? Wir haben Kanzler Kurz, Oberinklusions- und Integrationsminister Guru Superchef. Wenn sie mir auskennt mit sowas, ist er das. Ja, und warum reagiert er dann wie eine Mimose? Dann hat er ja nichts zu verbergen. Also ich bin mir sicher, dass er nichts zu verbergen hat. Wovor fürchtet er sich dann? Keine Ahnung. Übrigens fürchten. Okay. Eine Studie, so steht in der Heute, sagt, 42% stört das Kopftuch im Supermarkt. Wichtig war. Ich glaube das nicht. Okay, wieso? Ich glaube eher Samstagnachmittag und die Milch ist aus. Das stört. Was war los beim US-Präsidenten Donald Trump? Er hat keine gute Woche gehabt, glaube ich. Okay. Weil der Bob Woodward, haben wir vorige Woche schon berichtet. Watergate-Journalist der Topklasse. Genau. Der ist mit seinem Buch heraus. Mhm. Und der Gerhard Plott von der Heute hat schon mal gelesen für uns. Und hat ein bisschen was zusammengeschrieben in der Heute. Bevor du jetzt auf die Details eingehst, okay, hast du den Artikel in der Heute gesehen von der grafischen Aufmachung? Wunderbar, oder? Das habt ihr wieder super hingekriegt. Bing! Aber okay, was steht jetzt drinnen? Gut, also über den Trump, wir brauchen nicht mehr drüber diskutieren. Man kann sich nichts mehr ausdenken, was lächerlicher und kurioser ist als die Wirklichkeit. Als Satiriker in den USA bist du wahrscheinlich fast arbeitslos. Ja. Unvermittelbar. Unvermittelbar, genau. Also das Buch bringt es auf den Punkt. Nehmen wir mal zum Beispiel die Ehe zwischen Trump und der Melania. Mhm. Die kommt mir halbwegs gut weg in dem Buch. Mhm. Die Melania ist eine treue Seele. Mhm. Sie verteidigt den Trump sogar, obwohl er Sachen sagt wie grab her by the pussy. Das ist ja im Wahlkampf so eine Tonaufnahme. Sie verteidigt ihn und sagt, der Mann, den ich kenne, hat das Herz und das Hirn eines Anführers. Das ist Loyalität. Die kann man sich nicht kaufen. Aber der Trump und sein Größenwahn, ich sage jetzt einmal Größenwahn, ich glaube, der ist nämlich vererbbar. Naja, Größenwahn kann man auch aus seiner Sicht Realismus sagen. Whatever, es ist auf jeden Fall vererblich. Mhm. Denn Ivanka, sein Töchterchen, ist einmal zusammengeschissen worden von Mitarbeitern vom Weißen Haus, weil die immer irgendwelche Sachen alleine gemacht hat. Da haben sie gesagt, du bist der Angestellte vom Weißen Haus und nicht mehr. Mhm. Worauf die Ivanka gemeint hat, entschuldige, aber ich bin die First Daughter. First ich bin daughter. Niemals eine Angestellte. First Daughter? Mhm. Weißt du, wie das klingt? Na? Wie First Dog? Ob sie sich dessen bewusst war, war sie nicht. Und sonst? Ja, und natürlich muss der Trump noch irgendwas über Twitter sagen, gell? Klar. Twitter ist für ihn das wichtigste Tool schlechthin. Denn er kann damit seine Messages durch das Dickicht der Fake News hindurchschießen. Sag das bitte nochmal. Genau. Seine Messages durch das Dickicht der Fake News durch. Und er selbst bezeichnet sie in Trumpscher Manier, aus in aller Bescheidenheit, als Hemingway der 140 Anschläge. Mir fehlen die Worte. Mir auch. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du die Woche gelernt, Martin? Ich glaube, die Woche habe ich nichts gelernt. Dann hast du die heute wahrscheinlich nicht gut genug gelesen. Das mag sein. Aber was ich mitgekriegt habe, ist, dass sich die Menschen
vor den selbstfahrenden Autos fürchten. Mhm. Und ich meine, das habe ich schon gewusst, das geht mir auch so. Die Idee von den Autobauern ist jetzt, den Autos Augen zu verpassen, damit wir Fußgänger sehen, was das Auto sieht. Ernsthaft? Scheinbar. Okay. Das stellen wir heute. Ja, aber das ist ja so wie mit Betrunkenen. Wie meinst du? Der schaut dir an und überfährt dich. Genau meine Rede. Was hast du gelernt, Tibo? Ich weiß jetzt, was der Weihnachtsmann im Sommer macht. Ferien? Nein. Okay. In der Heute steht, der Weihnachtsmann im Sommer fährt mit dem Fahrrad auf der Autobahn in Österreich. Mit Bildern. Ja, wenn es Bilder gibt, dann muss die Wahrheit sein. Dann war es so. Ja, das und alles, das alles und noch viel mehr lernt man aus der Heute. Und der Schlagzeilen, Rudi. Damit sind wir am Ende der Woche. Genau. Wir verabschieden uns wieder von unseren Zuschauern hier auf Okto. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns nächsten Montag 20 Uhr wieder. Auf Okto. Bis dann. Ciao. Ja, und die Kids im Internet? Von denen verabschieden wir uns auch. Genau. Ja, aber da müssen wir noch was sagen dazu. Das muss ich sagen, gell? Ja. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lassen würdet. Einen Daumen hoch. Vielleicht das eine oder andere Mal unser Video teilt, damit mehr Menschen in den wunderbaren Genuss unserer Sendung kommen. Danke. Tschüss.